So, es geht weiter bei Mario World, wahrscheinlich letzte Folge. Wir haben nämlich nur noch zwei Bosskämpfe vor uns. Deswegen wollen wir keine Zeit verlieren, nicht wahr? Nicht wahr, nicht wahr? So, hier haben wir Kashils Kraftprobe. Dieser Boss ist eigentlich ganz interessant. Seine Vielzahl von Attacken her. Ja doch, ich würde sagen, er gehört sogar zu meinen Favoriten hier in diesem Spiel. Unser kleiner Long John Fettbacke. Und ich habe geglitscht oder nicht? Oder warum macht er jetzt nichts? Okay, erstmal schießt der hier mit seinem Laser. Ist voll Laser, wie der abgeht. So. Okay, ich versuche mal, ob ich ihn... Ah, hiermit hätte ich ihn auch schon erreichen können. Das ist doch nein. Brauche ich nicht unbedingt seine Kanonenkugeln, die er hat. Ich könnte ihn ins Wasser schmeißen oder wieder mal einen Pile Drive. Und so, das war der erste Gleich. Das war der folgende Gleich. Upa, so nur das war Sedi, die ist nämlich ein bisschen gefährlich. Ja! Und dann mit dem Giant Ass Mond. Und ich hänge hier irgendwie fest. Oh shit, oh shit. Was willst du? Okay, ja, der ist hier irgendwie schiffbrüchig gegangen. Was mache ich denn für Mist? Na gut, so geht's auch. Ey, cool, das Knoblauch, das wusste ich gar nicht, dass man die da, dass man darüber einen Knoblauch kriegt. Ja! Also, ich wollte doch nur darüber jumpen. Nein, nein, böse. Oh, 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 jetzt greift er mich an. Ja! Sehr coole Attacke, okay. Aha, der hat auch so eine Claw, wie Bat. Und alles Gute kommt von... Du bist doch ein Arschloch. Hey, cool, ich kann ihn auch so stunnen. Ich wusste das gar nicht. Gut, dann geht der Kampf ja noch schneller, als ich gedacht hätte. Have a rotten day, ja genau. Was zum Geist? Ist der am Absaufen? Und das wird Pirat sein. Na gut, One Piece lehrt uns, dass es viele Piraten gibt, die nicht schwimmen können, ne? Aber gut, das ist wieder eine andere Sache. Von ihren Teufelskräften. Geh, Mann, auf die Würde, Mann, rum! Joho, joho, joho! Hauptsache, man hat es nicht verstanden, was ich von mir gegeben habe. Geronimo! Oh, geht auch nicht hier. Inzwischen auch mal hier Mario-Style rumschalten. Woohoo! Okay, dann hätte ich ihn am Schwanz packen müssen, das wäre jetzt etwas pervers gekommen. Oder nicht? Oder ja, aber. Ja, aber nein, aber. Guck mal hier, voll die Barrel, wie er der macht. Außer diese Anspielung hier von Nintendo immer. Was ist? Also hier erstmal ein Spider-Man. Ich überlege mir. Ich mache nicht so oder so kaputt. Ich mache nicht kaputt. Ja. Na gut, das Ganze würde einfacher gehen, wenn ich eine seiner Kanonenkugeln hätte oder. Fuck, 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 fuck! Oder noch ein Fass. Ah, da ist noch was komisches dran. Jetzt chillen wir erstmal hier eine Runde. Fuck! Das war natürlich eine schöne Verschwendung. Da hinten sind auch noch welche. Na gut, so. Ich hielt dir den lieber. Du bist doch ein Bauerssohn, oder? Ich wollte schon sagen, es sind lieber arme Leute. Bin ich? Wo bin ich? Wo war ich? Wo soll ich sein? Fuck. Ne, man kann ihn auch so besiegen. Hilfe, was geht ab? Dann muss ich jetzt mal eine Flöße geben. Haha, da, da, da. Eine dieser Bälle nehme ich. So. Die kommen schön rüber. Na also, gestunt und... So long, Big Bowser! Ach nee. Was? Hätte ich doch den Pile Drive Move gemacht. Oh fuck! Er hat mich gemoont! I moon you. Fuck, ich verschwende hier voll... Na, 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 nein! Ich verschwende hier voll meine Zeit. Ich renne durch. Was habe ich getan? Wo habe ich das hingeschmissen? Scheiße, ich verplepper echt meine Zeit. Ja.
schon. Dann machen wir jetzt den Pfeil durch. Und tschüss. Voll kaputt. Der rollt schon wieder runter. Ja, da geh dich mal waschen, dann stinkst du auch nicht so. Heute ist Waschtag. Wundervoll. Alles eingesackt. Wir haben alles gesammelt. Es gibt nichts mehr zu tun in diesem Spiel, außer der finale Bosskampf. It's the final countdown. Nya, 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 nya. Ich hab schon Krebs! Okay. Ja. Und so weiter. Ich weiß nicht, zu leiden. Dann gehen wir mal zu dem Big Molly hier. Mach doch kein Fenster, Triskop. Aufpassen. Er holt nämlich jetzt gleich. Unglaublichen Hulk. Was? Nee. Das war was anderes. Egal. Destroyer of the Worlds, ne? Wird hier gespielt. Alles kaputt. Meister, du hast alles kaputt gemacht, ey. Er ist ja immer. Der ist wirklich hier. Immer diese gewalttätigen Typen. So. Ein bisschen Anspielung an Banjo-Kazooie Bossfight. Verarsch mich doch. Hopp, 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 hopp. Fuck. Ich bin echt zu lahm. Was ist das doch mal? Was? Ja, was ich sagen wollte, warum Anspielung an Banjo-Kazooie? Ganz einfach. Nein, du Schwein. Wenn wir 5 dieser komischen Kobolde gegen ihn geschickt haben, ist er kaputt. Bitte erst. Eigentlich ist dieser Kampf sonst nicht schwer. Das ist leider der einfachste Boss, mitunter einer der einfachsten Bosse in diesem Spiel. Denn mehr Attacken als das, was wir eben gesehen haben, hat er nämlich nicht drauf. Ich wollte halt das Kind über die Lava zu springen. Ich wollte nicht, dass es so lange dauert. Aber nee. Ach Mist, ich dachte, man könnte drüber springen. Also geht's doch nicht. Au! Ich muss schon mal aufpassen. Machen wir mal nur Quatsch. Ja! Wie hat mich das Feuer noch erwischt? Nächstes Leben weniger. Tschüssi! Jetzt wird er wütisch. Gut, dann chillen wir jetzt hier oben. Eigentlich. Oh, ich will beinahe da hinein. Ab, 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 ab. Also wirklich, Nintendo hat schon bessere Bosskämpfe gemacht. Der hier ist einfach nur fucking lame. Ich hab den verfehlt. Das ist natürlich auch meine Glanzleistung. You little fuck! Ey, was glitscht hier denn rum? Hallo? Kann ich hier nicht mal attackieren hier? Ich habe alles verhunscht. Der Bosskampf ist so einfach. Und ich fehle nur. Das gibt's hier nicht. Das gebe ich doch nicht. Nur weil ich immer die Winkelprobleme habe hier. Egal. Ich bin ja dafür bekannt, dass ich mich da nicht anstelle. Wobei doch besser war, als ich es ja im Original-Display beendet hatte, da bin ich sogar Game Over gegangen. Wo ich gesagt hatte, der Boss ist einfach. So viel dazu. Nicht mich einkesseln. Fuck! Wieso erwischt mich das dauernd? War's doch schon uff wie eine bekloppte Ömmis, aber
trotzdem erwischt's mich hier. Weg, 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 weg! Nein! Das darf doch nicht wahr sein, ey. Ich stell mich schon wieder so schlecht an. Warum erwischst du denn nicht? Geht doch. Schnell, schneller! Gibt's ja nicht. Mal aber anschließend mit ein bisschen mehr Concentration. Get it, Kirby. Vor allem ist er selber schuld, dass ich ihn platt mache, wenn er immer diese komischen Viecher heraufbeschwört. Übrigens hat 8 Herzen, also 8 Energie-Schädel. Und wenn ihr euch daran erinnert, hat da dieser eine Kobold gesagt, es gibt 40 Stück von denen, ja, 5x. 18, 40. Echt? Hey, du kannst ja Mathe? Hey, bist du ein Streberkind oder was? Naja, nein, worauf ich hinaus wollte. Man kann das Ganze auch schaffen, ohne alle frei zu haben. Weg jetzt. Komm zum nächsten, schaff es noch. Fuck. Ah, ich wusste doch, dass ich doch trotzdem reinjumpe, obwohl es so knapp war. Egal. Wir machen den jetzt einfach knapp, ne? Hat er dann nur noch 3? Dann nehme ich die Draw. Ich glaube, ich brauche diesmal einen Abspann, nicht in ein extra Video packen. Den kriegen wir noch hier rein. Fuck! Okay, schön Shoulder Dashen. Wow, war der knapp! Es wird immer knapper hier. Nix ist. Fuck! Arsch, 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 Arsch! Wieso hat es mich schon wieder erwischt? Jetzt bleibe ich halt hier stehen. Aha, die Flammen da veräppen schon wieder. Finde ich gut. Wow, 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 wow! Mittendurch ist also doch nicht die beste Lösung, nein! Das gibt's doch nicht. Ich muss hier echt mal ein bisschen besser aufpassen beim Dashen. Sonst pont er mich doch noch. Dazu hatte ich eigentlich nicht im Sinn. Aber das ist auch wegen diesem Scheißboden so eine blöde optische Täuschung, dass man nicht genau erkennen kann, wohin schießt es jetzt eigentlich schon, denn wohin nicht. Wo stehen diese Viecher und wo nicht. Okay, hopp, 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 hopp. So, jetzt aber Vollgas hier. Immer mitten durch. Oder auch nicht. Wow, war das knapp. Das ist ja noch nicht mal so groß wie eine Pizza-Ecke hier, was du abgeschnitten hast. Mein lieber Freund, wenn du bei Pizza Hut arbeiten würdest, wärst du jetzt entlassen wegen dieser knauserigen Mengenanteile. Scheiße, Mann. Er wird immer schneller. Ja, 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 ja. Ja, wieso? Doch tatsächlich noch mal Game Over hier, diese Bosskampf. Arsch mich doch. Warum geht immer die falsche Seite zuerst auf? Ich komme nicht darüber. Arsch mich doch. Guck, das meine ich. Immer die falsche Seite zuerst. Toll! Jetzt hat es mitten durch. Ja! Okay. Wenigstens sind es jetzt nur die Bälle. Saubilder. Boss. Egal, ich habe mir gedacht, jetzt machen wir es nochmal spannend. So, the final countdown. Ne. Fuck. Toll, jetzt bleibt nichts anderes möglich. Komm, mach's doch kleiner. Scheiße, jetzt kommt nur wieder Feuer. Feuerio! Da bin ich nicht froh. Feuerio, oh Feuerio. Warum denn immer nur Feuerio? Ach nee, das war was anderes. Der hat wahrscheinlich eh kaum einer kapiert. Fuck, 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 fuck. Okay, jetzt haben wir aber genug rumgefuckt. Mistiger Mist, Mist. Warum hat mich da einfach nochmal das Feuer erwischt? Das ist doch Mist.
Hier war's wieder, Kutu, ey. Soll das? Geht die falsche Wand diesmal weg. Schneller, 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 der schneller, schneller, schneller. Wow, war das knapp. War das ein knappes Ding. Trotz alledem. Egal, ich hab dich kaputt gemacht. Du bist so kaputt, Junge. Ja, heul doch. Heul doch. Ja, genau. I win, I win, I win. So. Sind wir mal wieder hier durch mit, wa? Haben wir doch mal gleich wieder Display im Januar abgeschlossen. Ja, ne Scheiße. Du hast es geschafft. Und jetzt bekommst du deine Belohnung. Deine Prinzessin ist einmal an dein Schloss. Also, je nachdem, es gibt drei Endings, je nachdem, wie gut man, wie viele man gesammelt hat, während wir hier gerade ein auf Möchtegern-Thriller abdancen. Je nachdem, wie viele man von denen befreit hat, desto besser das Ending. Wenn man ein Minimum nur hat, dann gibt es nur ein Zelt. Wenn man alle hat, wird alles komplett wiederhergestellt und alles dazwischen, zwischen Minimum und dem Maximum, ist dann ein normales Haus. Aber wir haben ja alle, das war ja 100% Run, wieder mal. Ja, das war's. Ich denke, ich lasse die Credits jetzt einfach hier in dem Video dran, weil das macht uns einfach keinen Sinn, die so davon zu trennen. Wenn es noch eine Szene gibt, sehen wir uns nach den Credits wieder. Ansonsten war's das mit diesem Let's Play. Und dann sieht man sich sowieso bei einem der anderen Videos wieder. Bis dann, Leute. Na also, damit kann man zufrieden sein. Genau meine Kragenweite. Ja, okay. Das war dann also noch die Post-Credit-Scene. So, das Let's Play ist vorbei!